Einen schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zum Thema VMware Workspace ONE, Vergleich der Editionen. Ja, dieses Webinar ist eigentlich die zweite oder die Vertiefung sozusagen für unser erstes Webinar, welches wir Ende Juni gemacht haben, wo wir mal Workspace ONE im Grunde dargestellt haben. Darf ich recht herzlich meinen Kollegen, den Christoph Degen, unseren Licensing Sales Specialist begrüßen, der uns heute durch das Webinar führen wird. Und bevor ich ihm das Wort übergebe, vielleicht ganz kurz, wie sind wir heute bei der VMware generell aufgestellt, hier bei der Aero? Christoph Degen habe ich bereits erwähnt, dann gibt es natürlich den Alex Hempel, denke ich, soweit bekannt, er ist ja seit September letzten Jahres der Verantwortliche für die Business Unit Software, aber er hilft natürlich auch speziell bei ELA-Projekten oder wenn es halt doch sehr komplex wird, noch immer sehr aktiv mit. Seit Juli an Bord, Juli 2018 an Bord, dann Patrick Bobrenter, unser Technical Consultant für VMware. Er sitzt auch da, also wenn Sie wirklich technische Fragen noch haben oder generell, dann können wir das natürlich auch im Zuge dessen beantworten. Und den Rainer Marek, der im Prinzip die Schnittstelle zu VMware und zu Veeam ist. Ja, und meine Wenigkeit, ich bin zuständig für die österreichweite Partnerbetreuung unseres gesamtheitlichen Portfolios und der Hoster unserer Webinare. Gut, ich würde sagen, Christoph, wir fangen einfach an. Ich wünsche viel Information und alles Gute. So, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Wer von Ihnen bei unserem letzten Webinar, ich glaube Ende Juni, so am 29. 30. Juni war das, dabei war, für den wird es vielleicht ein, zwei Folien geben, die Ihnen bereits bekannt sind. Aber ich wollte einfach noch einmal genau darauf eingehen, weil uns aufgefallen ist, beziehungsweise einfach von Partnern oft die Frage gekommen ist, was hat das mit den ganzen Suiten von damals auf sich, welchen Editionen spricht es jetzt und ja, genau aus dem Grund habe ich hier den ein oder anderen Slide nochmal mit drinnen, um es vielleicht kurz zusammenzufassen. Ich möchte auch gar nicht groß jetzt auf jedes einzelne Feature hier drinnen eingehen, soll Ihnen einfach nur zeigen, damals wer schon länger bei AirWatch dabei ist, kennt eventuell noch die farbigen Suiten, also die Green Suite, die Orange, Blue und Yellow Suite. Und je nachdem, für welche Suite man sich entscheidet, hatte man andere Features mit dabei. Diese Suites wurden mittlerweile abgekündigt und ja, hier sehen Sie zum Beispiel die Features, die einer Green Suite entsprochen haben, entspricht jetzt der Workspace ONE Standard Edition. Bei Orange ist es ebenfalls die Standard inklusive dem VMware Boxer. Was der Boxer ist, werde ich nachher noch kurz erklären. Und ja, und so weiter, die Blue und Yellow Suite entspricht dann ebenfalls in diesem Fall den Advanced Workspace ONE Lizenzen. Gut, schauen wir mal weiter. Der Slide sollte Ihnen an und für sich auch noch bekannt sein. Ich habe mit Absicht jetzt keine Folienschlacht vorbereitet, indem ich auf jedes einzelne Features genau und technisch eingehe. Aber ich wollte einfach auf diesen Slide hier nochmal eingehen, weil man hier, glaube ich, ganz gut sieht, welche Anwendungen in welcher Edition von Workspace ONE mit dabei sind. Das heißt, auf dieser Folie werden wir uns jetzt eine Weile aufhalten und ich erzähle Ihnen einfach ein bisschen was drüber, was die VMware eigentlich mit diesen Überbegriffen, die hier in den Editionen drin sind, meinen können. Bei der Standard-Edition geht es vor allem um Config und Access Management sowie App Delivery und Mobile App Management. Grundsätzlich bedeutet das, die Standard-Edition hat vor allem einen Fokus und das ist Mobile Application Management, Mobile Device Management und das Identity Management. Grundsätzlich, um hochsensible Informationen zu schützen, wird in Workspace ONE das Management von Identität und Geräten kombiniert. So werden jetzt Zugriffsentscheidungen anhand von einer Reihe von Bedingungen getroffen, darunter zum Beispiel die Authentifizierungsstärke, das Netzwerk, der Standort und die Gerätecompliance. Die Geräte werden dabei regelmäßig und in Echtzeit auf die Compliance geprüft und nur die Geräte, die alle Vorgaben erfüllen, die die IT im Vorfeld eingerichtet hat, erhalten dann auch Datenzugriff. So kann man zum Beispiel einstellen, dass ein iPhone mit Jailbreak keinen Zugang auf Unternehmensdaten hat. Ganz wichtig ist unter anderem auch das Zugriffsportal bzw. das Anwendungsportal für mobile und Desktop-Plattformen zum Installieren oder Starten verschiedener Anwendungen auf dem Endgerät selbst.
Durch einfaches Herunterladen der Workspace ONE-Anwendung unter Windows, iOS oder Android erhalten Mitarbeiter einen vollständigen Self-Service-Katalog mit Unternehmensanwendungen, der sich dann ganz einfach an ihre Bedürfnisse anpassen lässt und sogar mit einem Firmenlayout versehen lässt. Mobile SSO, da geht es um die Single Sign-On. Workspace ONE unterstützt die Integration ins Active Directory, LDAP-Verzeichnisse, das eigene interne Verzeichnis sowie Drittanbieter-IDPs und vereinfacht so den Zugriff auf sämtliche Anwendungen für alle Anwender im Unternehmen. Anders genannt oder um einen netten Begriff dazu zu finden, könnte man das Ganze auch Authentifizierungsvermittlung nennen. Sprich, man meldet sich einmal nur bei der Workspace ONE App an und kann alle Tools wie zum Beispiel eine Salesforce oder ähnliches, ohne nochmal sich anmelden zu müssen, öffnen mit einfachem Klick auf die App selbst drauf. Viele Anwendungen können ganz einfach gesichert werden, indem ein bekanntes, eindeutiges und registriertes Gerät zunächst von einem Mitarbeiter über eine lokale PIN oder einen biometrischen Service entsperrt werden muss. Biometrischer Service ist zum Beispiel ein Fingerprint, wie es auf den gängigen Smartphone-Geräten heutzutage gibt. Nach dem Entsperren können die Mitarbeiter dann für die Dauer, für die das Authentifizierungsfenster eingerichtet ist, durch einfaches Berühren einer Anwendung diese App öffnen. Was hier auf der Folie nicht mit draufsteht, aber was meiner Meinung nach trotzdem ein sehr interessantes Feature ist, ist zum Beispiel Airlift für Windows 10. Workspace ONE Standard bietet eben Airlift für Windows 10. Das ist ein serverseitiger Co-Management-Connector fürs Microsoft System Center Configuration Manager, auch SCCM genannt, der den Übergang von traditionell problematischen PC-Management-Aufgaben zu modernen Workspace ONE-Management für Windows 10 sicher gestaltet und auch beschleunigt. Weil wir schon so schön bei Windows 10 sind, gehen wir gleich zu der Workspace ONE Advanced Edition. Da haben wir als ersten Punkt Advanced Windows 10 Management. Was bedeutet das eigentlich? Grundsätzlich, das PC Lifecycle Management, PCLM, ist sehr komplex, teuer und lässt sich nicht auf alle Benutzer in einem Unternehmen skalieren. Workspace ONE bietet moderne Verwaltungseffizienz für Windows 10 von derselben cloudbasierten Konsole aus, für alle übrigen Endpunkte und Apps auch verwendet wird. Workspace ONE geht dabei noch einen Schritt weiter als herkömmliche PCLM-Systeme und führt die branchenführende PC Lifecycle Transformation ein, die intelligentere IT-Operationen, abgesicherte Sicherheit und eine sofort einsatzbereite Benutzererfahrung für jeden Windows 10 Client und jeden Anwendungsfall bietet. Dank der Konfiguration von Workspace ONE mit AirWatch entfällt zum Beispiel das Erstellen von Laptop-Images und die Mitarbeiter profitieren von einer sofort einsatzbereiten Lösung. Konfigurationen werden dabei anhand von dynamischen und intelligenten Gruppen verwaltet, Geräteinformationen und Anwenderattribute berücksichtigen und bei Änderungen auch automatisch aktualisieren können. Anwender werden dabei automatisch mit Unternehmensressourcen wie zum Beispiel dem Firmen-WLAN und VPN verbunden. Damit stellt Workspace ONE sicher, dass PCs am ersten Tag für die Benutzer einsatzbereit sind und immer drahtlos über einen beliebigen Standort auf der Domäne oder außerhalb der Domäne verwaltet werden können. Als nächsten Punkt hätten wir die Mobile Productivity Apps. Was gehört zu den Mobile Productivity Apps eigentlich dazu? Das sind Features wie zum Beispiel ein Boxer, ein Browser, ein Content Locker oder People Search, um nur einige davon zu nennen. Gehen wir vielleicht ganz kurz darauf ein, was diese einzelnen Features eigentlich sind. Der Boxer ist ein E-Mail-Client bzw. eine schnelle, intelligentere und sichere E-Mail-Anwendung mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, für einen schnellen Zugriff auf ihre E-Mail-Konten, ihren Kalender und auch die Kontakte. Unterstützt werden dabei so ziemlich alle gängigen Exchange-Systeme wie Gmail, Outlook, Yahoo, Hotmail, iCloud, Office 365 und eben diverse IMAP und POP3 E-Mail-Konten. Des Weiteren bietet die Box-App eine direkte Integration in Services wie Dropbox oder Evernote. Die App selbst ist ein sicherer E-Mail-Container und bietet eine vollständige Trennung von den Unternehmensdaten und persönlichen Daten. Geschützt mit einer 256-Bit-Verschlüsselung wird die Boxer-App mit erweiterten Data Loss Prevention-Richtlinien konfiguriert, um sensible Daten zu sichern. Dann gibt es noch den Browser. Browser braucht man, glaube ich, nicht großartig erklären. Dabei handelt es sich um einen aus der AirWatch-Konsole heraus zu konfigurierenden Browser, der als Alternative zu Safari oder anderen Browsern zu betrachten ist und ein sicheres Tunneling auf interne Webseiten bietet.
Content Locker ist, glaube ich, auch den meisten ein Begriff. Ich möchte es trotzdem nur kurz erklären. Der Content Locker ermöglicht es der IT, Dateien von verschiedenen internen Repositories und externen Cloud Storage Anbietern nahtlos bereitzustellen, sodass die Mitarbeiter sofort auf die neuesten Informationen zugreifen können, denen diese zur Verfügung stehen. Der Content Locker App haben Sie zum Beispiel auch die Möglichkeit, Funktionen wie Ausschneiden, Kopieren oder Einfügen in Mails zu unterbinden oder einzuschränken und damit auch Schutz vor Datenverlust im übertragenen Sinne zu gewährleisten. PeopleSearch ist vielleicht nicht jedem bekannt, ist so ähnlich wie eine HR-Datenbank, könnte man eigentlich so sehen. Da können Mitarbeiter schnell nach Kollegen suchen, auf umfassende Kontaktinformationen zugreifen, Organigramme sich anzeigen lassen und eben sogar direkt aus der App Anrufe tätigen oder E-Mails senden. Zuletzt sind wir bei App Wrapping und VMware-Tunnel. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins technische Detail gehen. Grundsätzlich geht es bei App Wrapping ums Hinzufügen von Sicherheitsrichtlinien und Managementfunktionen zu einer bereits bestehenden, entwickelten Anwendung. Stichwort ist hier, glaube ich, Containerisierung. Ich habe schon beim letzten Webinar das Beispiel gebracht, aber für alle, die nicht dabei waren, WhatsApp ist hier zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Es hat da vor einiger Zeit, das war jetzt glaube ich 2-3 Monate mittlerweile her, einen Bericht im Standard gegeben, ob WhatsApp aufgrund der DSGVO auf Firmenhandys verboten werden sollte, da WhatsApp auf das Firmenadressbuch zugreift. Und natürlich ist das etwas, was laut DSGVO nicht in Ordnung ist. Und mit VMware Workspace ONE, dem App-Wrapping, wird die App, also wird WhatsApp containerisiert und geht sicher, dass es nur auf die Daten zugreift, auf die es auch zugreifen darf und soll. Der Tunnel selbst ist eine VPN-Lösung auf Anwendungsbasis zur Verbindung von Anwendungen, entweder von VMware oder Drittanbietern, mit Internet-Services des Unternehmens. Als zusätzliche Funktion ermöglicht VMware NSX eine weitere Trennung des Datenverkehrs von den Anwendungen zu spezifischen Workloads im Rechenzentrum. Auf diese Weise lassen sich dann zum Beispiel potenzielle Angriffe durch Malware und Viren erheblich verringern, die dem Unternehmen großen Schaden zufügen könnten. Das Ganze geht jetzt schon aber ein bisschen zu sehr in die Network- und Security-Schiene. Eventuell werden wir bei einem zukünftigen Webinar über NSX nochmal genauer darauf eingehen, was das bedeutet. Da geht es um die Distributed Firewall und ähnliches. Aber wie gesagt, wir sind jetzt beim Thema IoC und dementsprechend gehen wir zur nächsten Edition Workspace ONE Enterprise. In der Enterprise-Edition wird grundsätzlich Intelligence ganz groß geschrieben. Was bedeutet das? Der Intelligence Service für VMware Workspace ONE stellt detaillierte Informationen und Anwendungsanalysen für den gesamten digitalen Arbeitsplatz bereit und bietet leistungsstarke Automatisierung dabei. Mit dieser Kombination können Sie die Anwendererfahrung verbessern, Ressourcen optimieren sowie Sicherheit und Compliance in der gesamten Umgebung stärken. Workspace ONE Intelligence aggregiert und korreliert Geräte, Anwendungs- und Anwenderdaten an einem zentralen Ort für eine vollständige Übersicht Ihrer gesamten digitalen Umgebung. Mit einem vordefinierten Dashboard, welches Sie an Ihre individuellen Anforderungen anpassen können, behalten Sie dabei ganz einfach die wichtigsten Daten im Auge und können nicht nur die Entwicklung der Sicherheitsrisiken Ihrer Umgebung, sondern auch Anwendungsbereitstellung, Gerätemanagement, Anwendungseinbindung und Patch-Rollouts durchführen. Zu Workspace ONE Intelligence gehört auch das Workspace ONE Trust Network. Mit Funktionen zum Schutz vor modernen Bedrohungen sowie zu deren Erkennung und Beseitigung erweitert Workspace ONE Trust Network die Sicherheitsfunktionen der informationsgesteuerten Workspace ONE Plattform. Das Ganze geschieht mit Hilfe zahlreicher Partner, deren integrierte Lösungen kontinuierliche Risikoüberwachung und schnelle Eindämmungsreaktionen für den gesamten Arbeitsplatz gewährleisten. Zu den Sicherheitsfunktionen gehören darunter, wie schon erwähnt, Data Loss Prevention Richtlinien, Verschlüsselung, Schutz vor Malware und die adaptive Überwachung und automatisierte Behebung mit Hilfe eines leistungsstarken Richtlinien- und Entscheidungsmoduls. Mobile Flows. Was sind Mobile Flows eigentlich? Mobile Flows sind kontextbasierte Aktionen und Benachrichtigungen innerhalb der Boxer-App. Sie können damit Benutzern die einfache Ausführung von Aufgaben ermöglichen und erhalten Echtzeitinformationen von anderen Backend-Systemen in der App, die sie am häufigsten verwenden. Das heißt, sie richten die Benutzer mit relevanten In-App-Aktionen Benachrichtigungen von diesen Backend-Diensten ein, ohne dass die Benutzer anschließend die App verlassen müssen.
Das heißt, sie können dadurch die mobile Produktivität ihrer Mitarbeiter erhöhen, nachdem diese nicht mehr mehrere Apps gleichzeitig öffnen müssen, sondern alles über die Boxer-App abwickeln können. Bei App Publishing geht es grundsätzlich um die schnellere Anwendungsbereitstellung und einheitliches Management mit Features wie zum Beispiel App Volumes oder Horizon Apps. Da geht es grundsätzlich um die Bereitstellung virtueller Apps auf RDS-Maschinen zum Beispiel. Moderne Anwender heutzutage sind mobiler und produktiver denn je. Das heißt, sie müssen auf ihre privaten und geschäftlichen Geräte, sie müssen von ihren privaten oder geschäftlichen Geräten auf ihre Windows-Anwendungen ebenso zugreifen können wie auf diverse Web-Anwendungen. In der heutigen Welt der Mobile Cloud werden dabei das Management und die Bereitstellung von Services für Anwender mit herkömmlichen PC-orientierten Tools immer schwieriger. Datenverluste, Imageabweichungen, das sind Punkte, die Herausforderungen für die Sicherheit und Compliance darstellen. Unternehmen haben zudem noch große Schwierigkeiten, die Kosten im Griff zu behalten, weil sie einfach keine ordentliche Lösung dafür haben. Horizon Apps bietet der IT dabei einen neuen optimierten Ansatz für die Bereitstellung, den Schutz und das Management von Windows-Anwendungen. Die Lösung bietet Anwendern die Möglichkeit, jederzeit und ortsunabhängig über Geräte aller Art arbeiten zu können. Bei App Volumes geht es zum Beispiel darum, dass Sie das Betriebssystem-Image vom Anwendungs-Image trennen können. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Änderung in einer Anwendung haben, ist es nicht erforderlich, das komplette Image zu ändern, sondern einfach nur das Anwendungs-Image, die Änderungen vornehmen und können das Ganze dann wieder mit dem Betriebssystem-Image kombinieren und haben damit sehr viel mehr Flexibilität und Scalability oder um, wie soll ich sagen, jetzt habe ich den Faden verloren, aber ich glaube, es ist klar, was ich damit gemeint habe. Wie gesagt, sollte es Fragen geben, schrecken Sie nicht davor zurück, mich nach dem Webinar nochmal persönlich zu kontaktieren, dann können wir das Ganze persönlich noch einmal durchsprechen, ich kann das nochmals genau erklären. Aber springen wir mal zur nächsten Edition, zu Workspace ONE for Enterprise von VDE. Die hat grundsätzlich die gleichen Funktionen wie die Enterprise-Edition und zusätzlich noch die Virtual Desktop Infrastructure dabei. Da brauche ich, glaube ich, nicht groß eingehen. Jeder weiß, worum es bei VDE geht. Also gehen wir vielleicht einmal zum nächsten Punkt. Habe ich ganz vergessen. Ich habe in der Präsentation selbst hier nochmal eine genaue Übersicht drinnen über die einzelnen Features. Ich werde jetzt nicht noch einmal genau darauf eingehen. Im Endeffekt können Sie diese Features auch in diversen Datenblättern oder auf der VMware Workspace ONE Seite selbst nachlesen. Ich wollte es der Ordnung halber nur noch einmal mit reinnehmen, da wir Ihnen die Präsentation nach dem Webinar verschicken. Und ja, Sie dann auf Anhieb alle Informationen drin haben, die Sie eventuell benötigen könnten. Wie Sie da sehen, individuelle Reports gibt es eben bereits ab einer Standardedition und die bereits von mir angesprochenen anwenderdefinierten Dashboards, die Anwendungsanalyse sowie das Entscheidungsmodul für die Automatisierung, die im Endeffekt alle zu dem Punkt Intelligence von der Enterprise-Edition dazugehören, sind eben, wie gesagt, erst ab der Enterprise-Edition verfügbar. Wenn es ums Zugriffsmanagement geht, wie anfangs erwähnt, bei Workspace ONE geht es vor allem um Application Management, Device Management, geht es eben um den Zugriff aufs Portal und die Anwendung, um das Single Sign-On, den bedingungsabhängigen Zugriff sowie Zugriffsmanagement für E-Mails. Wie man hier sieht, auch die Containerisierung, die von mir angesprochene für Mobile Apps, wie zum Beispiel den Boxer, den Browser, Content und Personensuche, ist ab der Advanced Edition enthalten. So wie zum Beispiel App Wrapping, wie ich vorhin angesprochen habe, das ist das Thema mit WhatsApp, dass eben bestehende Anwendungen containerisiert werden. Einheitliches Endpunktmanagement, ja, wie anfangs erwähnt, geht es eben um das Mobile Device Management und einfach die Verwaltung diversester Geräte, die in einem Unternehmen vorhanden sein könnten. Worauf ich vielleicht nicht eingegangen bin, in der Advanced Edition gibt es auch noch das Telekommunikationsmanagement. Grundsätzlich bedeutet das, dass man die Geräte, die man in seinem Unternehmen im Einsatz hat,
auch telekommunikationsseitig verwalten kann. Das heißt, man kann diversen Geräten Datenvolumen zur Verfügung stellen und dergleichen, ist eben ab einer Advanced-Edition drinnen. Ein Punkt, eine Frage, die mir von vielen Partnern bereits gestellt wurde, ist, Herr Degen, warum oder was genau ist der Unterschied zwischen einer Subscription und einer Perpetual-Lizenz, beziehungsweise warum ist die Subscription-Lizenz so viel günstiger? Ich würde da gerne ganz kurz darauf eingehen. Grundsätzlich, bei der Subscription-Lizenz ist es so, Sie sichern sich die Rechte, diese Lizenz für einen gewissen Zeitraum zu verwenden. Das heißt, Sie zahlen grundsätzlich einmal ein bisschen weniger als bei der Perpetual-Lizenz, bei der es so ist, bei der Perpetual-Lizenz zahlen Sie für die Lizenz und diese Lizenz gehört anschließend Ihnen. Da wird natürlich Wartung dazu verkauft, wie es bei VMware so üblich ist. Und in dem ersten Jahr, zweiten Jahr, dritten Jahr muss lediglich nur noch der Wartungspreis verlängert werden. Das heißt, die Lizenz gehört grundsätzlich Ihnen und Sie verlängern lediglich den Support. Grundsätzlich, es gibt keine Verpflichtung, den Support zu verlängern, aber es wird sowohl von VMware als auch von uns sehr stark empfohlen, weil natürlich, wenn es jetzt mal wirklich ein Problem geben sollte, braucht man natürlich sofort einen Support und Lösungsvorschläge und hat meist nicht die Zeit, dass man sagt, okay, naja, dann verlängern wir schnell noch unseren Support und eröffnen im Anschluss einen Support-Case bei der VMware. Jeder weiß, wenn das Unternehmen am Tag steht, wie viel Schaden das Ganze anrichten kann, beziehungsweise wie viel Umsatz einem an einem Tag entgehen kann. Bei der Subscription-Variante ist es eben so, man kauft keinen Support dazu, man kauft die Subscription-Lizenz selbst, inklusive einem Jahr Wartung und muss für die folgenden Jahre ebenfalls den Initialpreis dieser Subscription-Wartung nochmal kaufen. Hier in dem Fall natürlich, in dem Rechenbeispiel bin ich davon ausgegangen, dass es keine Preisänderungen gibt, aber natürlich muss man davon ausgehen, dass in der heutigen Zeit Preisanpassungen vorgenommen werden und die Subscription von einem aufs nächste Jahr zum Beispiel geringfügig teurer werden könnte. Aber grundsätzlich sehen Sie, dass bei der Perpetual-Lizenz ab dem vierten Jahr werden Sie bereits günstiger mit dem Perpetual-Lizenz-Modell. Um vielleicht noch kurz darauf einzugehen, Device versus User, weil mich natürlich auch schon viele Kunden gefragt haben, naja, sollen wir per Device oder per User lizenzieren? Grundsätzlich ist es so, es ist Ihre Entscheidung, beziehungsweise die Entscheidung vom Kunden. Rein kalkulatorisch kann man sagen, je nachdem, wie viele Geräte ein User im Einsatz hat, kommt es günstiger, je nachdem, für welche Variante man sich entscheidet. Bei einem User, hier zum Beispiel in der Standardversion in meinem Beispiel, haben wir 104,50 Euro Listpreis für einen User. Das heißt, dieser User kann mehrere Geräte verwenden und sind alle mit dieser Lizenz abgedeckt. Bei Device ist es so, da registriert man ein Device. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Benutzer drei verschiedene Geräte hat, muss er natürlich drei Devices registrieren dafür oder lizenzieren. Und wie man unschwer erkennen kann, wäre es grundsätzlich ab zwei Geräten pro User bereits günstiger, als die Lizenzierungsvariante per User zu verwenden. Das war es grundsätzlich schon von unserem kurzen und knackigen Editionsvergleich. Es gibt dann noch einen Punkt, den ich gerne ansprechen würde, und zwar ist der das Subscription Service Portal. Ich habe den mit Absicht jetzt nicht hier in das Webinar mit reingenommen, weil wenn ich dieses Portal erklären würde, dann würde sich die halbe Stunde, die wir haben, vermutlich gar nicht mehr ausgehen. Grundsätzlich ist es so, das ist ein Portal, was vor, ich glaube, 2 Monaten von VMware gelauncht wurde, kann über die Partner University eingestiegen werden und dort sehen Sie all Ihre Workspace ONE Kunden inklusive deren Lizenzen und Ablaufdaten. Das heißt, damit verlieren Sie nicht mehr so leicht die Übersicht, welche Kunden von Ihnen haben denn welche Editionen von Workspace ONE im Einsatz, wann laufen die ab, wann müssten wir die verlängern. Es ist ein extrem umfangreiches Tool und bei genügend Bedarf, also wenn es wirklich interessiert, hätten wir uns überlegt, dass wir dafür vielleicht ein eigenes Webinar aufsetzen, um Ihnen das Ganze mal zu zeigen. Andernfalls können Sie auch gern nach dem Webinar sich direkt bei mir melden und wir können uns das gerne im Detail zusammen anschauen. Ich erkläre Ihnen das, wir können da auch gerne einen Termin machen und gehen das mal one-on-one zusammen durch, damit ich Ihnen zeige, welche Möglichkeiten bietet denn dieses Portal eigentlich und welchen Mehrwert habe ich daraus. Ja,
Dann darf ich zurückgeben an meinen Kollegen, den Herrn Hornacek. Ja, danke schön, Christoph. Du hast sehr viel schon vorweggenommen, was ich noch sagen wollte. Aber eine Folie habe ich doch noch zur Abrundung des Ganzen. Und zwar, welche Services bieten wir für VMware heute an? Wie gesagt, wir haben Technik, wir haben quasi Pre-Sales, wir haben natürlich auch die Schnittstelle zum Hersteller, das ist auch immer ganz wichtig, zu den Accountern, das heißt gerade speziell, wenn wir von Workspace ONE reden, sind es doch eher größere Projekte, das heißt, da können Sie gerne auf uns zurückgreifen. Technisch, ich lehne mich da ein bisschen aus dem Fenster, POCs bis hin zu Implementierungen können wir gerne machen, aber vielleicht jetzt nicht das klassische vSphere, wo die meisten unserer Teilnehmer, denke ich, eh sehr fit sind und eine eigene Technik haben, aber ich sage jetzt einmal auf kurzen Dienstweg, und das ist ja eigentlich unser Value-Add-Ansatz, da helfen wir sehr gerne. Und natürlich proaktive Renewals, ich spreche sie immer sehr gerne an, Geld, was man eigentlich nicht liegen lassen sollte, da können Sie gerne mit uns reden, dafür haben wir die Lizenzabteilung, da wird im Prinzip geholfen, hier zur Vollständigkeit halber auch unsere Team-E-Mail-Adresse. Gut, dann, ich sehe mal, soweit sind keine weiteren Fragen aufgetreten. Dann darf ich mich für Ihr Interesse bedanken und für Ihre Teilnahme. Danke, Christoph. Danke auch. Und Sie bekommen die Aufzeichnung zugesendet samt dem Slideset. Ja, und ich freue mich, Sie bei einem der nächsten Aero-Webinare wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen jetzt schon ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.